Hallo liebe Zuschauer, warme Grüße aus der Florida Turnpike. Dieses Video ist ein wenig spontan. Ich bin unterwegs von St. Petersburg nach West Palm Beach, denn ich mache eine Geschäftsreise. Ich gehe auf eine Konferenz, um eine Rede zu halten. Ich fahre auf der Hauptlinie der Florida Turnpike und ich halte momentan auf einem Service Plaza an. Ich wollte euch zeigen, wie ein Florida Turnpike Service Plaza aussieht, denn sie sind anders als die typischen Rastplätze, die sich auf amerikanischen Autobahnen befinden. Ein typischer Rastplatz hat ja Toiletten, Automaten für Getränke und Snacks, vielleicht ein Picknickgebiet. Im Gegensatz dazu sind Florida Turnpike Service Plazas Full Service. Man kann voll tanken, es gibt Fast Food Restaurants und Snackshops, man kann Souvenirs kaufen, man kann sogar einen SunPass Transponder kaufen. Es ist vergleichbar mit dem, was man in Deutschland erlebt. Also ein kurzes Video, aber ich wollte uns diese Gelegenheit nicht entkommen lassen. Gehen wir rein. Das ist alles für heute. Wie schon gesagt, ein kurzes Video. Wünsche mir Glück zu meiner Rede. Drücke mir die Daumen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Monat. Ciao. In Folge 21 habe ich über die verschiedenen Arten von Mautfahrspuren geredet. Aber ich habe noch eine vergessen. Die sogenannte Ticket Lane. Diese Art von Mautfahrspur findet man auf der Hauptlinie der Florida Turnpike zwischen West Palm Beach und Orlando. Ich zeige euch, wie eine Ticket Lane funktioniert. Auf dem Ticket steht die Mauttafel. Die Namen an der obersten Reihe sind die Ausfahrten oder die Mautstationen. Die Spalte auf der linken Seite listet die Achsennummer auf. Die Reihen zeigen die Mauten nach Achsennummer und Ausfahrt. Also zum Beispiel, wenn du einen Zweiachsen-PKW führst und du führst bis zum Ende, bis zum Lantana, dann wäre deine Maut $10.60. Am Ende deiner Strecke such nach diesem Zeichen, um zu bezahlen. Die Fahrspur hat ein Personal. Okay, das ist alles für heute. Wenn euch dieses Video gefällt, dann tut mir bitte einen Gefallen und klickt die Daumen nach oben. Allen meinen Zuschauern, die eine Reise nach Florida planen, wünsche ich eine gute Reise. Vielen Dank und bis zum nächsten Monat.